Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, und wieder haben wir hier einen Antrag der Regierung, um ein bisschen Selbstdarstellung zu betreiben, um über Selbstverständliches zu sprechen und abzustimmen und um die Debattenzeit hier aufzufüllen. Sie möchten das Nahversorgungskonzept stärken. Dazu soll bei Planung von Wohnquartieren kleinteilige Einzelhandelsfläche vorgesehen werden. Dabei möchten Sie die Möglichkeiten der sozialen Teilhabe mehr als bisher berücksichtigen. Deswegen möchten Sie Seniorenbeiräte im Bedarfsfall regelmäßig einbinden. Gibt es jemanden, der dagegen ist? Das sehe ich nicht. Kann man überhaupt gegen diese Punkte stimmen? Wohl kaum, es sei denn, man möchte sein Missfallen darüber zum Ausdruck bringen, dass man eben über diese genannten Selbstverständlichkeiten hier jetzt auch noch sprechen möchte und muss. Die Frage, die sich aber wirklich aufdrängt bei diesem Antrag, ist, und das haben wir eben auch schon in anderen Beiträgen gehört, warum machen Sie das Beantragte denn nicht eigentlich schon längst? Gelegenheit hatten Sie dazu reichlich, Gelegenheit in Form von Jahren und Gelegenheit in Form von Bauvorhaben ohne Ende. Nehmen wir mal die neue Mitte Altona. Da gab es damals ein Koordinierungsgremium, die entsprechende Vorschläge gemacht haben, die in diese Richtung gingen. Und abgesehen davon, dass Sie diesem Koordinierungsgremium einen einzigen Punkt zugestanden haben anzunehmen, das war das bezüglich der Baugemeinschaften, da wurde der Anteil auf 20% erhöht, der vorher bis zu 20% lautete, sind Sie dort auf kaum weitere Punkte eingegangen. Und wie sieht es im nächsten Vorzeigeprojekt der Hafen City aus? Auch nicht dramatisch, viel besser. Und warum ist das so? Weil bei Ihnen, bei solchen Projekten, der Großinvestor oder der Investor bestimmt, wie die rentable Umsetzung von Bauvorhaben auszusehen haben. Stattdessen sollten Sie bei der Umsetzung von Bauvorhaben unsere Gesellschaft anschauen. Die unterschiedlichen Bedürfnisse gewichten, zum Beispiel nach Wohnraum für Senioren, für Familien, auch für Familien, die vielleicht mehr als zwei Kinder haben, für den Wunsch, generationenübergreifend wohnen zu wollen, oder für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Und entsprechend diesem Querschnitt unserer Gesellschaft mit ihren Bedürfnissen auch korrespondierend dann die Bauvorhaben zu realisieren. Dies machen Sie nicht strukturell, dies machen Sie immer nur punktuell in Form von Vorzeigevorhaben. Und die nächste Frage, wird es denn jetzt mit diesem Antrag besser? Die Berücksichtigung von kleinteiligen Einzelhandelsflächen in der Planung, warum sollte es? Denn es steckt null Verbindlichkeit in diesen Punkten, die Sie in diesen Petitas hier aufgeführt haben. Es ist nichts mehr als eine Aneinanderreihung von Unverbindlichkeiten und zu nichts verpflichtenden Absichtserklärungen. Wenn Sie wollen, dass Ihre Punkte auch gelebt werden, müssten diese zur Grundlage der Stadtplanung werden. Aber wo ist dann der Vorschlag für die entsprechende Änderung von Planungsrichtlinien oder der Bauverordnung? Wo sind die Zahlen, die festlegen, ab welchem Investitionsvolumen, ab welcher Bevölkerungsdichte, ab welcher örtlichen Versorgungslage Ihre Anregungen Anwendung finden sollen? Und zwar verbindlich, aber nichts dergleichen findet sich. Und dieser Antrag sagt auch nichts darüber, wie der bereits existierende kleinteilige Einzelhandel erhalten werden soll und muss. Und wo er bereits von der Bildfläche verschwunden ist, wo er da wieder rentabel eingeführt werden kann. Auch darüber und dazu wird dieser Antrag keinen Beitrag leisten. Und das, obwohl der Einzelhandel, und das ist, glaube ich, allen bewusst, vor einer riesigen Herausforderung steht, aufgrund der Umwälzungen, die in dem Einkaufsverhalten der Bevölkerung zugrunde liegt. Der Internethandel wurde hier auch schon als Stichwort genannt. Lassen Sie uns einfach über diesen klassischen Papiertiger abstimmen. Wir werden dem zustimmen, weil wir ihm zustimmen müssen, weil Selbstverständliches daran verlangt wird, und hoffen, dass Sie das zukünftig dann nicht nur als Papiertiger betrachten, sondern auch als verbindliche Handlungsanweisung, wohingegen die entsprechende Formulierung hier in diesem Antrag aber nicht stattgefunden hat. Danke.